da oben stand. Jetzt ist es die Levelstärke der Gegner. Oh, geschmolzen. Ich bin noch nicht so weit. Und das Blöde ist, man kann nicht aus diesem scheiß Lava-Ding raus. Wir machen das nämlich rund um einen hin. Da ich ein Nahkämpfer bin, komme ich da nicht wirklich weg. Das Einzige, was ich mir nicht unbedingt antun muss, ist die Explosion. Wenn sie sterben. Die wollen ja nämlich immer mitnehmen in den Tod. Wie viel haben wir denn? Ach komm, so viel ist nicht. Das decken wir jetzt auch noch auf. Hier ist zum Beispiel wieder sowas. Da könnte auch mal... Ja, Events. Generell alle Events will ich eigentlich mitmachen für Erfolge und so. Ich mag Erfolge. Ich brauche Geisteskraft. Oh. Puh. Das war jetzt aber alle höchste Eisenbahn. War vielleicht noch nicht ganz so schlau, mich hier reinzuporten. Wie man merkt, also eben beim Port haben wir es wieder gemerkt, es ruckelt immer noch ein bisschen. Also es ruckelt nicht, sondern es leckt. Ruckeln tut sich so gut, aber die ganze Zeit gerade. Kann aber auch an der Latenz liegen, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie so mitbekommen. Normalerweise habe ich so eine hohe Latenz eigentlich nicht. Außer jetzt die letzten Tage. Warum auch immer. Zwei Champions, Alter. Stirb jetzt. Dein Freund ist doch schon tot. So, siehst du, jetzt haben wir, weil wir die Karte aufgedeckt haben, haben wir wieder zwei Champions gefunden. Und zwar an einem Fleck. So kann es gehen. Hätte ich jetzt gesagt, oh nö, komm, an der Stelle kann ja höchstens ein Champion sein. Oder diese Dreier-Blau-Champion-Gruppe da. Oder Vierer. Da hätte ich mich geirrt. Da waren nämlich zwei normale einzelne Champions. Da, leckt schon wieder. Es wird langsam richtig gefährlich mit dem Hardcore-Char hier. Bei diesen tödlichen Lecks. Die ansässigen Kassra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kassra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Das werde ich nicht tun. Nicht genug Geisteskraft. Oh, ja klar. Natürlich muss ja der Baum noch kommen. So. Ob Kultist oder Ziegenmensch, sie sind wie die Tiere, zu keiner Vernunft fähig. Richtig, richtig. Das hast du richtig erkannt, mein Freund. Hä? Der Stab ist unser. Das sehe ich nicht so. Hier geht es manchmal ganz schön ab. Wie man sich vorstellen kann, will ich ungern sterben. Die scheiß Fallen nerven alleine schon. Aber ich mache mit diesen Anspruch. Ah, für 305 Waffenschaden mache ich. 305% Waffenschaden. Geht eigentlich voll klar. Stirb! Du Schwein! Das blaue Item, das ich jetzt gerade habe. Ich will jetzt noch ein Item dabei. Kann ich da hoch? Nee. Kein Geisteskraft. Nee. Doch, ich treffe sie trotzdem. Aber die Glocke macht ja zweimal Schaden. Die macht ja Schaden, wenn sie aufschlägt auf dem Boden. Und wenn es die Gegner wegdrückt. Wenn sie diesen Druck da machen, das ist schon mal toll.
Alter, was geht denn ab hier? Laut darf fallen. Wieder für Massaker bekommen? Wie bekomme ich in letzter Zeit voll selten Massaker? Jedenfalls fällt mir das nicht so richtig auf, dass ich es bekomme. Aber egal, wird schon passen. War das gerade ein Schild? Alter, wie viel Kopfteile ich gekriegt habe schon. Mehr Schaden? Nee. Obwohl, ich darf nicht immer nur nach Schaden gehen, ne? Guck mal, das hier ist zum Beispiel auch ganz gut. Nee. Ja, 1,7%. Oh, guck mal. Das ist ein Zweihand. Ist klar, dass er so viel mehr Schaden macht. Mir tut meine Rücken langsam weh. Oh. Muss ich mal richtig hinsetzen. Hi! Oh, schon wieder. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Aber das ist ja wenigstens nur Mörser. Mörser ist nicht ganz so schlimm, damit treffen die einen kaum, weil diese beiden Mörser nicht machen. Los, sterb! Okay, dafür teilen die sich immer auf. Ne? Dann macht Mörser doch schon was. Werde ich noch lange erzählen. Und das ist das Geile, dass hier dieses Anstürmen keinen Cooldown mehr hat, beziehungsweise dass es jetzt, dass man es jetzt zweimal benutzen kann und dann, ne? Weil da kann man auch mal zu einem Gegner hinporten und dann notfalls auch ganz schnell wieder wegporten oder zu dem nächsten gleich hin. Wie jetzt hier in dem Fall zum Beispiel hier hin oder zu dem Brunnen mal schnell hin. Dann hier alle platt machen. Das passt schon. Macht das ganze Spielgeschehen auch ein bisschen schneller. Meine Stärke ist und Level 17. Nice. Ich würde mal sagen, es läuft. Ah, lebende Woge, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so toll, oder? Was macht eine lebende Woge? Abfolge weiter schon vorher Angriff. Ach nee, das ist ja das. Nee, nee. Es kann nicht sein, dass ich nur eine Fähigkeit bekommen habe. Stimmt da irgendwas nicht? Wall des Lichts. Okay. Anscheinend habe ich nur eine Fähigkeit weiterbekommen. Okay, schon wieder so. Oder immer noch. Manchmal fällt es aber richtig krass auf dann. Und dann nervt es mich. Noch irgendwas? Da ist noch ein Baum. Da ist auch noch was, ne? Ne. War nur ein Gebüsch. Ach, guck mal, da ist so, sogar ein Waypoint. Das ist ja nice. So, hier ist nichts mehr. Hier ging es noch runter. Hm. Ganz schön großes Gebiet, größer als ich dachte. Okay, doch nicht so groß. Hier ist das Gebiet schon vorbei. Hätte man auch mit euren Sperren zu werfen, das ist aber sehr unfreundlich. Und so etwas kann auch ganz schnell mal ins Auge gehen. Aus Spaß wird immer ganz schnell ernst, Freunde. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da muss man jetzt extrem vorsichtig sein. Da könnte überall so ein Brunnen der Reflexion.
sehr gerne hätte. Ja, da hat er aber lange jetzt geredet. Nicht genug Geist. Oh. Balloon. Wieder alles Diener hier. Das ist noch nicht bereit. Stirb jetzt! Schweinesau. Leute, was war das denn, Alter? Was kriegen wir denn für eine krasse Entladung jetzt gerade? Ist das davon? Ich dachte eigentlich eher nicht. Oh. Ja doch, irgendwie schon. Das ist irgendwie gar nicht so schlecht mit den Entladungen. Ich kann wohl mal ein paar mehr finden. Achso, ich habe gestern übrigens noch mal ein bisschen Quest of... Mighty Quest for Epic Loot zu erhältst. Ich weiß nicht, was so viele daran finden, aber... Ich finde das irgendwie nicht so schön, das Spiel. Also die Idee ist zwar geil und alles, aber scheiße umgesetzt. Aber wieder Free-to-Play typisch. Für das meiste muss man bezahlen. Also falls ihr euch jetzt, das wollte ich nur erwähnen, falls ihr euch fragt, warum ich davon kein Let's Play mache. Weil viele machen es ja jetzt. Aber so toll ist das Spiel nicht. Ich finde es eigentlich eher, ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen blöd. Vor allem, dass man für solche Sachen bezahlen muss. Jetzt werden viele sagen, nein, man muss dafür nicht bezahlen. Man kann auch warten, dann kann man es so einsetzen, aber... Ich warte jetzt schon so lange, dass ich mir einen neuen Char machen kann. Man kann nur einen Charakter machen, den kann man nicht mehr löschen. Und man kann sich dann quasi keinen neuen erstellen, sondern muss dafür irgendwelche komischen Edelsteine bezahlen. Und die kann man eigentlich fast nur kaufen, weil man kriegt irgendwie kaum welche davon. Ich glaube, wenn man einen Boss tötet oder so, kriegt man einen. Oder mehrere. Ich weiß nur noch nicht, wie viele. Diese Scheißfliege, ne? Fliegt mir immer ins Gesicht. Ist sogar noch schlimmer als auf der Hand. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören mit euren Eis? Das sind noch viel zu viele. Ich brauche Geisteskraft. Ich muss sie ein wenig dezimieren jetzt mal langsam. So. Das haben die mir ein bisschen zu oft gemacht. Ja, das wollte ich schon mal so erwähnen, also Mighty Quest for Epic Loot, da könnt ihr ein bisschen länger drauf warten, um dass ich davon Let's Play mache. Wenn die das Spiel mal irgendwann verbessern, beziehungsweise die Fähigkeit hinzufügen, dass man auch mal andere Chars machen kann und nicht auf seinen einen Char da gebunden ist. Das soll natürlich heißen, man kann andere Chars machen, aber es kostet halt Geld. Oder man wartet 8 Jahre, denke ich mal. Ist nämlich richtig teuer eigentlich, einen neuen Char zu machen. Und es kostet über 900 Edelsteine oder so. Und ich habe jetzt schon... Also gestern habe ich über 3 Stunden gespielt, habe immer noch 11 Edelsteine. Also, ich sehe da kein Vorankommen mit den Edelsteinen. Guck mal, die Dinger hier schnecken, mal gucken, was die bringen. Ja, die haben ganz schön viel HP. Scheiß Kultisten! So! Oh, guck mal, ich spiele schon wieder viel länger, als ich eigentlich wollte. Schon 15 Uhr.
Ja, eigentlich hätte ich jetzt, also das passt sogar, aber ich habe keinen Speicherpunkt jetzt. Deswegen werde ich mal hier hinlaufen. Da müsste ich eigentlich einen Speicherpunkt kriegen. Gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des ja, Speicherpunkt. Natürlich. Wo sonst sollten sie sein? Hier müsste sogar ein Waypoint sein, oder? Schick einen Waypoint. Oh nein. Oh! Okay, hier stehe ich aber richtig schlecht. Nee, nee. Kommt mal hierher. So. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wenn es hier keinen Waypoint gibt, kann ich ja eigentlich auch aufhören. Ja. Speicherpunkt gab es hier auf jeden Fall. Spürt die Faust der Götter. Also kann ich mich eigentlich nach Hause porten und die Folge beenden. Passt auch eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt nämlich genau 46 Minuten gezockt. Das würde bedeuten, muss zurückkehren. Kommt eigentlich ganz gut hin, wenn ich jede Folge dann so um die 15 Minuten mache. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Diablo 3 Hardcore. Noch lebe ich, Level 17. Und es geht immer noch weiter, Baby. Und deswegen sage ich, wie immer, bis dann. Ciao.